Oh, jetzt habe ich Beine gebrochen. Egal, du spammst weiter, ne? Spam weiter, yeah. Spam weiter. Ah, oh, ich habe auch 100 mal Beine. Ja, yeah, jetzt glitsch ich mit dir, geil. Nachdem ich neu gespawnt bin, habe ich mir ganz schnell ein paar Sachen zusammengesammelt, damit ich die verkaufen kann und mir ein Fahrzeug holen kann. Dabei habe ich den Fehler gemacht, dass ich Perry vertraut habe. Ja, du kauf dir einfach einen Quad. Geht schneller. Meinst du? Quad ist schneller. Ja, ich habe Angst, dass ich irgendwo weich mache. So. Ich vertraue dir. Quad ist zwar schneller, aber gefährlich. Aber musst du bedenken, ne? Wenn du mit dem Fahrrad irgendwo gegenfährst, ne, kannst du das nicht schnell mal einpacken und wieder auspacken. Ne? Mhm. Okay, Quad ist aber einfach umzukippen. Ja, aber ich denke, ein Fahrrad ist instabiler als ein Quad. So, wo ist das nochmal? Sag mir nochmal genau. Koordinaten. Da irgendwo, oder? 154, 126. 154, 126. Da ist so dieser Berg, weißt du, der 314 Meter hoch ist. Mhm. Das ist der, wo diese Steine sind, wo du gestorben bist. Okay. Also noch ist keiner an den Kisten. Psst, psst. Das nicht machen. Was würdest du? Endet in einem Permaban, mein Freund. Halt. Ach, hier greift nicht einer safe, sondern zerstört mein Auto. Was gibt's Schöneres als Leute, die einem das Auto zerstören? In der Safe Zone. Mit der Axt macht er meinen Reifen kaputt, der Boss. Jetzt schießt er auf mich. Hat mir das Bein gebrochen, der Hurensohn. Schlimmste ist, ich hab eingebrochen, halbes Blut weg, Reifen kaputt, Junge. Wieso werde ich überhaupt eingeladen, um solche Server zu spielen, ne? Das ist, ich kann's dir nicht sagen. Weißt du, und da sind dann diese behinderten Leute, die so dann, wenn wir die irgendwo so außerhalb der Map killen, so weißt du, sagen die, Admin! Admin! Kill it 4000 Kilometer near of Safe Zone! Admin, ban, please! Analphys, please! Admin! Weißt du, Alter, ich schick's nicht, ey. Und Leute, die versagen in jedem Duell so, weißt du? In jedem Duell so. Du kannst mit einer Hand in der Hose spielen, kannst nebenbei Fernsehen RTL 2 gucken oder so, weißt du? Sowieso schon so ganz behämmert, weil du RTL guckst. Und du machst sie trotzdem platt, aber nein, die müssen dich... Ah, toll. Geil. Okay. Ich muss hoffen, dass der Gilly-Typ, den ich getötet habe, ein Morphin da hat. Ich muss überhaupt hoffen, dass er alleine da ist, da wo ich ihn getötet habe. Wir werden deutlich von der Mission weiter in diesem Fall. Nein, ich hab oh mein... Oh, bitte nicht. Ich hab geflippt. Aber das war so unlogisch geflippt. Das war so unlogisch geflippt. Das war... Alter, das war so unlogisch geflippt. Nein, das war so unfair. Das war mega unfair.
Das ist so unfair, Mann. Das war niemals gefl... Alter, ich disconnecte von diesem Server instant. Ja, super. Turnover. Oh mein Gott. Halt die Fresse, Steine stumm. Steig auf, fahr weiter. Das ist eine Memme. Weißt du, wie der geflippt hat? Eigentlich wäre ich sogar gestorben, weil ich genau mit dem Kopf so weiß. Ich habe genau 180 Grad geflippt. Wieso auch immer. Frag mich nicht, wieso der geflippt hat. So, der dachte so. Gerade Untergrund, ne? Ist aber gerade nichts los. Schießt keiner mehr aus der Safe Zone auf dich, dann machst du mal einfach so 360. Ja, nice. Na, war zwar nur ein 180, aber who cares? Irgendwie kommt keiner zu den Kisten. Vielleicht da hinten wird auch nicht gelootet. Ja, hier lootet eh keiner, weil es scheiße ist. Hast du gesehen? Wir spielen wie lang? 2 Minuten, ne, nicht mal 1,5 Minuten, bis ich die erste Lapur Magnum hatte auf dem Server. Ja, Mann. Ich verstehe nicht. Weiß nicht, das verstehe ich nicht. Wieso können die Server einfach nicht so. Das ist wirklich das einzige Gute an Origins, außer die Taviana-Map natürlich. Ich sehe einen Helikopter. Oh, ich sehe 2 Helikopter. Meine Mike hier allein, weißt du? Ich habe einen Genie-Suit, eine M9SD, der MK17 Sniper und der MK17. Ja, Genie-Suit hat hier jeder, du spawnst hier schon fast mit einem Genie-Suit, so häufig wie denkst du. So, das ist das Problem einfach an diesem Random-Server, dass, das Gear. Es. Keine Ahnung, du ich kommst mein, überall. Du hast die Kisten gesehen. Du gehst einmal mit einem Helikopter hier hin, haust dir den Heli voll. Dann hast du 400 Leute, so dann. Ja, da hast du genug, dann verkaufst du die Waffen, da hast du genug Gold. Weißt du, wir machen so eine, wir looten eine Kiste, dann können wir 20 Events im Livestream machen mit 40 Leuten, so mit Equipment. Ah. Und Gilly allem. Kannst du. Weißt du, was nur noch fehlt, dass du diese ein Zombie tötest und dafür mit, weiß nicht, so mit einer ganzen Base belohnt wirst, so. So ein Fertigpaket, so packst du aus, hast du eine ganze Base und mit Helikopterlandeplätzen allem. Genauso wie hier, ich weiß nicht, man, hier kann man den Loot so machen, dass du absolut keinen Spaß mehr hast, sondern eine Waffe lootest. Weißt du, wie ich mich schisse? Okay. Wurde es angeschossen? Nee, nee. Okay, dann rede ich einfach weiter. Wie kann es so sein, weißt du, dass. Weißt du, damals in DayZ Vanilla, wenn ich so eine Sniper gelootet habe, so ein DMR oder so, ne, ich habe mich so gefreut, ich habe das so jedem in der Schule erzählt, so, geil, ich habe eine Sniper gelootet, ne. Wenn du jetzt jemand erzählst, was in Lapua gelootet, ne, der weißt du was. Nice. Weißt du, was passiert, wenn du jetzt jemand erzählst, dass du eine Lapua gelootet hast? Nichts Besonderes. Die denken so, oh, du bist sowas von 2012, werden die sagen. Weißt du, nicht mal so 2013, die werden sagen, du bist 2012. Das werden die zu dir sagen. Ich muss sagen, aber die Mission fand ich jetzt ein bisschen zu einfach. Ich habe die aus so einer weiten Distanz selbst. Also ein Schuss auf dem Fuß. Die haben, glaube ich, nur 1 HP, die NPCs. Ich muss einmal so. Ich habe wieder geflippt. Oh mein Gott. Diesmal habe ich sogar geschafft, das Auto fast kaputt zu machen. Die 1000 Meter werde ich nicht kriechen, wie das ist. Ja, ich bin hier gerade bei den Kisten. Nicht, dass ich erschreckt. Ich frage dich schon. Oh mein Gott, ich hab nochmal geflippt. Boah, ich bin heute richtig am Tun. Das ist voll unlogisch, Mann. Das ist so übertrieben unlogisch. Weißt du, wieso das unlogisch ist? Weil es einfach unlogisch ist. Der flippt einfach so. Ich. ATV zu fahren? Ich weiß nicht, wie du mir das empfehlen konntest. Ich meine, ich flipp ja öfter ein ATV, als du alle anderen Autos flippst. So. Turnover ATV. Muss man eben aus und wieder einloggen. Hack wieder ausmachen. Wieso hackst du eigentlich im Spiel? Ich hacke nicht, aber ich war gerade am Rumwackeln. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Natürlich. Hast du Hack falsch eingestellt vielleicht? Ich. Weißt du, wo der eine den anderen Typen erschossen hat? Ja. Wo? Wenn ich eingeloggt bin, kannst du zu mir kommen, dann fahren wir zusammen hin. Das war übrigens auch ein Typ im Video. Oh ne, lass mich umbringen, wenn du willst. Wieso? Oh, nee, ich muss warten, bis du mich umbringst.
Wieso denn? Ja, dann komm mal zum Flugzeug, wie siehst du es? Ich helfe dir. Kannst du einstellen? Ja, das könnte ich, vielleicht sogar. Ich will gar nicht wissen, was diese Bots droppen. Ich krieg das gar nicht an. Sonst will ich bei den Bots kannst du alle Waffen mitnehmen. Die haben? Zusätzlich noch. Alter. Hey, das ist das Kriegsflug, oder? Wo bist du gespawnt? Hier vorne am Eingang, an der Spitze des Flugzeugs. Cool, du siehst so ein bisschen. Willst du einsteigen? Noch ein Stück. Oh mein Gott, mach mein Auto nicht kaputt. Steig's ein? Oh, warte, da. Oh, ich muss schnell sein. Stand da gerade kurz. Ich bin die Leertaste. Jetzt steht das nicht mehr da. Kommt das nicht mehr. Warte, ich hab mir besser gelegt. Ich fahr einfach rückwärts hin. Scheiß auf die 100 Sniper. Ich hab mich ausgelockt, weil ich hier am Glitch war. Ich dachte, es geht nicht. Es geht nicht! Ja, du musst auch zu mir gucken. Kann ich nicht. Jetzt steck ein hier. Fahr mal so, dass ich dich auch angucke, so also ein Stück zu. Guck doch mich so an, was ist los mit dir? Ich geh nicht! Ich kann dich nach links und rechts gucken. Dann gucken wir nochmal, was in den Kisten ist. So, in der einen Kiste war ziemlich viele Bloodpicks und so ein Müll. Den weiß ich nicht, was ich für overpowered halte, weil eine Kiste looten, das heißt, man muss nie wieder ein Krankenhaus besuchen. Ja, guck mal, jetzt liegst du auf einmal. Ja, hinlegen kann ich mich. Was, wenn du Y drückst oder Z? Bei mir ist das Y, bei dir Z. Mach ich ihn mit Z? Ja, Y leg ich mich hier hin. Ja, V dann übersteigen oder keine Ahnung. Ja, das geht auch. Ja, wieso gehst du dann einfach nicht runter? Weil WASD funktioniert nicht und ich kann mich mit der Maus nicht umgucken. Sag doch einfach mal Admin, Admin! Admin, Admin! Ban Helikopter, ja, genau. Ban Airplane! Airplane shooting in safe zone! So, und was in der zweiten Kiste? Gucken wir jetzt mal. In der zweiten Kiste ist, halt dich fest. 100.000 Waffen. So viele Waffen passen. Du musst sogar mit zwei Helikoptern kommen für so viele Waffen. Naja. Das war wirklich für jede Waffe Magazine. Sogar 8 Grenade Launcher Magazine. Das ist so ein Witz. So ein Witz ist das. Ein Witz. Also das ist ja schlimmer als so eine Cheater-Kiste. Kennst du diese Cheater-Kisten, Waffenkisten, die gespawnt werden, wo die so aussuchen können, was die da drin spawnen können? Nee, kenn ich nicht. Kennst du echt nicht? Nee. Hast du nie so eine Cheater-Kiste gesehen auf dem Boden? Nee. Nein. Naja. Dann benutzt du die falschen Hacks hier. Statt lieber dein No-Glitch hier zu benutzen, steck ein hier. Ich will weiter. Pass auf, ich hab eine bessere Idee. Mensch. Moment, eine Idee habe ich noch. Ich lass mich locker. Ich krieg dich dann noch weg. Schaffst du wirklich deine Leertaste zu spammen? Kann ich dir das zutrauen? Weil dann steige ich aus und das Fahrzeug wird in dich reinglitschen, okay? Dadurch werde ich zwar selber sterben, aber ich denke mir so, Hauptsache. Oh, jetzt habe ich Beine gebrochen. Egal, du spammst weiter, ne? Spam weiter, ja. Spam weiter. Ah ja, ich habe auch 100 mal Beine. Ja, jetzt glitch ich mit dir, geil. Ich verbinde mich erstmal. Ja, Leute. War nett auf dem Server. Ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss. Ja, ne? Den Server haben wir getestet. Kam von einer Livestream-Zuschauer/Zuschauerin. Und ich würde sagen, wir testen mal weiter die anderen Server.
bis wir einen guten finden, den wir wieder also als Stammserver benutzen können. Deswegen, Leute, ein hüpfiges Wochenende wünsche ich euch. Perry, möchtest du auch noch was sagen? Ja, besser als jede Hüpfburg, kann ich nur jedem empfehlen. Okay. Boink, 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 boink. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Und unsere Meinung zum Server sind, also das Positive war, dass man konnte den Spawn auswählen, wo man spawnt. Es war Daisy Napf und wir lieben einfach die Napf-Map. Sehr wenig Desync waren auf dem Server vorhanden, aber das war es auch schon, was das Positive angeht. Und im Negativen war, es gab, also wirklich fast jeder hatte einen Glee, es gab Waffen ohne Ende zu finden, die Händlerpreise waren extrem hoch, als Beispiel war, ein Reifen kostet 2 Gold, aber ein Auto kostet auch 2 Gold, also man kann ein Auto kaufen und 4 Reifen einfach abmontieren. Die Händlerpreise sind deswegen einfach broken, es gab keine Safe Zone, beziehungsweise kaum Safe Zone, die waren so mega klein, dass man vor der Safe Zone eigentlich gekillt worden ist, oder wir wurden öfters angegriffen. Es gab viel zu viel Loot, was ihr auch an den Kisten gesehen habt. Und dort spielt echt eine miserable Community, zumindest die 10 Spieler ungefähr, die wir getroffen haben, weil die haben sich gegenseitig beleidigt, die haben alle gegen die Regeln verstoßen. Und ja, deswegen haben wir uns gegen diesen Server entschieden und demnächst suchen wir wieder weiter. Hier oben habt ihr jetzt nochmal die letzte Daisy Standalone-Folge und hier unten das letzte Community-Livestream-Event. Und bald werden auf jeden Fall mehr Livestream-Events kommen. Wir haben einiges geplant. Seid gespannt. Ein schönes Restwochenende wünsche ich euch.